Natürlich kann es sehr irritierend sein, dass man mich im Alltag häufig im Rollstuhl sieht, aber nachher auch sieht, wie ich auf einem Snowboard stand und losfahre. Ich bin Romy Chop und bin Athletin im Swiss Parasnowboard Team. Ich bin mit Spina Bifida, also mit einem offenen Rücken, auf die Welt gekommen. Als Kind und auch als Jugendliche hatte ich noch ganz andere Voraussetzungen. Ich konnte herumrennen, habe noch keine Hilfsmittel gebraucht, um zu laufen. Dann kam aber eine Zeit, die recht schwierig und herausfordernd war. Ich habe sehr viele gesundheitliche Rückschläge erlitten, habe extrem viele Zeiten im Spital oder in der Reha verbracht. Ich habe immer und immer wieder neu lernen, laufen und von null anfangen. Und dort ist mein Wille und mein Durchhaltevermögen extrem geschult worden. Gerade durch die körperliche Veränderung habe ich immer mehr Sportarten aufgeben, weil es einfach nicht mehr machbar war. Aber Snowboarden war irgendwie immer möglich. Wir haben immer irgendwelche Lösungen gefunden, wie wir es anpassen können, dass es trotzdem geht. Gerade vor dem Rennen bin ich extrem fokussiert und bin überhaupt nicht am Rumlölen oder mit Leuten am Schwätzen. Dort bin ich extrem bei mir und brauche das auch, den Fokus und die Ruhe. Snowboarden bedeutet mir extrem viel, weil ich unabhängig entscheiden kann, wo ich durchfahre, Geschwindigkeit. All das, was es mit einem macht, das ganze Erlebnis, liebe ich unglaublich. Durch das, dass ich auch noch laufen kann, finde ich es auch immer mega spannend, wenn ich auf den Zug gehe, Leute anzusprechen, wo man zum Beispiel den Rollstuhl schnell reinlüpfen. Ich finde das mega schöne Begegnungen und wünsche mir auch, dass das Eis ein bisschen gebrochen wird in der Gesellschaft und dass ich mich mit meiner Behinderung auch zeigen darf. Was man halt nicht so sieht, dass ich sehr viele Schmerzen habe und sehr viel Ruhezeit auch brauche, auch gerade während dem Alltag. Und was man auch nicht sieht, ist die Inkontinenz. Also Blase und Darm arbeiten nicht normal. Und gerade zum Beispiel das Darmmanagement braucht extrem viel Zeit und Energie. Ich würde sagen, ich habe ein extrem starkes Durchhaltevermögen, einfach weil mir das Leben genau das am meisten beigebracht hat. Was ich mega vermisse, ist zum Beispiel wirklich flüssig zu laufen. Wandern über Stock und Stein, auch mal können zu rennen, das Gefühl von Rennen. Genau solche Sachen vermisse ich extrem und denke ich sehr gerne zurück und bin sehr dankbar, dass ich die Erlebnisse dürfen machen. Auch wenn der Prozess extrem schwierig war und ich immer wie mehr Sachen abgeben und immer wie mehr den Rollstuhl akzeptieren musste, ist mir doch sehr bewusst, was für Privilegien ich haben darf und dass andere im Rollstuhl vielleicht die Privilegien nicht haben können. Mein Ziel ist es, andere zu ermutigen, mutig zu sein und auch etwas auszuprobieren, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht machbar wirkt. Wir bringen alle ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Das soll doch aber auch gar keine Rolle spielen, weil gerade in dieser Vielseitigkeit können wir extrem viel voneinander lernen und so zusammen unterstützen und unterwegs sein.